Jo, bevor das Video losgeht, kurzer Hinweis für euch. Und zwar sind Kelly, Patrick und ich am Sonntag und am Samstag, also am 1. und am 2. Juli, auf der StreetStyleCon X-TattooCon in Dortmund vertreten, in der Westfalenhalle dort. Das heißt, wenn ihr Bock habt, mit uns Fotos zu machen, mit uns zu quatschen, einfach nur mit uns ein bisschen abzuhängen und uns zu treffen allgemein, dann kommt gerne vorbei. Wir sind auf jeden Fall die beiden Tage für euch am Start. Die einzelnen Zeiten, wann wir uns dort befinden, kann ich euch noch nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir am Samstag so ab 11:30, 12 Uhr dann dort sein werden. Ich freue mich auf jeden Einzelnen, der von euch kommt. Und ansonsten viel Spaß jetzt mit dem Video. Yo, schönen guten Tag meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und wie ihr bereits erkennen könnt, handelt es sich heute mal wieder um eine Style-Entwicklung von niemand geringerem als mir selbst. Ich hatte mal wieder Bock, so eine Style-Entwicklung zu machen und wusste jetzt nicht ganz genau, wen ich da nehmen soll. Und dann habe ich halt ganz egoistisch mich selber genommen. Und eure Aufgabe besteht auf jeden Fall darin, mir in die Kommentare zu schreiben, wen ich als nächstes machen sollte, wenn ich mal wieder so eine Style-Entwicklung mache. Und ansonsten, letztes Video schon gesehen, da habe ich ja... da habe ich ja drei Outfits bewertet von anderen Leuten und ja, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut dann mal gerne vorbei. Ist für euch in der Beschreibung verlinkt, Freunde. Aber heute geht es ja nicht um andere, sondern heute geht es um mich selber und diese Style-Entwicklung, die ich euch heute präsentieren möchte, beginnt im Jahre 2014. Also wir fangen jetzt bei dem Zeitpunkt an, wo ich jetzt mal auch zwischendurch mir Klamotten von meinem eigenen Geld gekauft habe. Dazu müsste man vielleicht sagen, ich habe damals von meiner Mutter, wo ich so, boah, wie alt war ich da? 15, 16 oder so. Ich hatte mit Klamotten wirklich gar nichts am Hut. Ich hatte sie an meinem Körper und das hat mir gereicht. Und früher war das dann immer so, es gab zwei Shopping-Tage im Jahr und zwar einmal zum Sommer und einmal zum Winter, wenn man halt für die jeweilige Jahreszeit neue Klamotten braucht. Habe ich von meiner Mutter 200 Euro bekommen und dann sollte ich mich halt komplett einkleiden für die jeweilige Jahreszeit. Würde mich natürlich auch mal interessieren, wie das bei euch war, beziehungsweise wie ist das so bei euch? Kriegt ihr Geld von euren Eltern oder zahlt ihr alles selber? Schreibt es mal gerne auch in die Kommentare. So, und hier hätten wir einmal meinen ersten Kleidungsstil damals und zwar ist das so im Sommer, Herbst 2014 gewesen. Da war ich 18 Jahre alt und da hat das alles für mich so ein bisschen begonnen. Ich wollte mich ein bisschen cooler anziehen, beziehungsweise auch ein bisschen schicker. Das war zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade mein Fachabitur abgeschlossen habe in der 12. Klasse. Und da war ich komplett auf meinem Classy-Film, wie man auch schon auf dem Bild erkennen kann. Ich hatte oftmals ein Hemd an mit Krawatte, dazu eine Anzugshose und im Sommer jetzt schön Bootsschuhe ohne Socken, also schön dieser Sunny-Boy-Classy-Look. Und achtet mal bitte auf meinen Bart bei dem Bild. Achtet mal auf meinen Bart, der hier noch gar nicht richtig geschlossen ist. Der war noch gar nicht richtig ausgeprägt, der Bart. Viele fragen ja auch immer, ey, Morey, wann hat dein Bartwuchs angefangen? Also, das war ich mit 18 und mit 18 war mein Bart noch nicht perfekt. Und ein wirklich guter Vollbart entwickelt sich über die Jahre. Also, merkt euch das, Freunde. Ey, und was soll ich großartig dazu sagen? Ich hatte keine großartige Fashion-Inspiration zu der Zeit. Klar, auf Instagram habe ich ein paar classy Outfits mir mal so ein bisschen rausgesucht. So, wie haben die Farben kombiniert? Wie haben die das kombiniert? Hemd in Hose, verschiedene Hemdenmuster, Krawattenmuster etc. Aber ich hatte nicht wirklich jetzt einen Star, wo ich gesagt habe, boah, bei dem inspiriere ich mich jetzt am meisten. Und allgemein dieser klassische Film mit Hemd und Anzugshose und auch schicke Schuhe dabei, könnte ich echt mal wieder bringen, oder? Kleiner Funfact am Rande für euch, ich habe damals meine ganzen Hemden verkaufen müssen, weil ich mit Fitness angefangen habe und zu breit geworden bin. Kleiner Nachteil, den der Sport mit sich bringt, aber ja, mich würde mal auch interessieren, was ihr von dem Look haltet, was sagt ihr dazu? Allgemein schreibt mal gerne eure Meinung zu den einzelnen Looks in die Kommentare und ja, das war Mitte 2014. Und ich würde mal sagen, wir springen jetzt zu Ende 2014, weil da hat sich schon eine Kleinigkeit verändert. Und zwar seht ihr, dass ich da jetzt kein Hemd trage, sondern ein normales Shirt, eine wattierte Jacke trage ich da drüber. Ich trage zwar immer noch eine Anzugshose und sehr schicke Schuhe, aber es hat sich so ein bisschen der Street-Style, also jetzt mit dem Shirt sage ich jetzt mal, mit in meinen Look reingeschlichen und ich habe so Classy und Street-Style vermischt. Ich weiß auch damals auf meinem Berufskolleg, damit kamen so wenige Leute klar, die haben alle so Auge gemacht, weil alle chillen so mit Jogginghose und mit normalen Klamotten so auf dem Schulhof. Und ich habe eiskalt übertrieben, so mit Krawatte, Anzugshose. Und ich habe damals schon, wie gesagt, Anzugshose hochgekrempelt und auch mit Socken angezogen. Ende 2014, Anfang 2015. Und momentan ist es ja ein sehr krasser Hype, will ich mal sagen. So diesen London-Look, so mit Anzugshose und Tennissocken. So viel auf jeden Fall dazu. Ich würde mich irgendwie dem Hype beugen oder so. Also ich habe das schon Ende 2014, Anfang 2015 gemacht. Und hier gibt es auch einen kleinen Fun-Fact am Rande.
Und zwar ist die Anzugshose auf dem Bild eiskalt die Anzugshose von Zara, die ich heutzutage immer noch trage. Und das sind einmal die Schuhe, die ich auf dem Bild anhabe. Die werde ich bald eiskalt auch wieder rocken. Sind von meinem Opa, die hat er mir geschenkt. Die habe ich auch neu besohlen lassen. Ich meine, die sind auch schon über 30 Jahre alt. Und die Schuhe haben auch eine kleine Geschichte, warum sie mir sehr, sehr viel bedeuten. Erstmal, weil sie mir mein Opa geschenkt hat. Zweitens hat er sich die damals zu der Beerdigung seiner Mutter gekauft. Wie gesagt, schon 30 Jahre her oder so. Und deswegen hängt hier auch so ein bisschen Liebe dran. Ich würde die niemals wegtun. Und ich glaube, ich trage die auch jetzt bald wieder. Allgemein, schreibt mal gerne auch in die Kommentare, was ihr von den Slippern hier haltet. Mit Quasten oben drauf. Kann man sich, denke ich mal, bald wieder am Fuß gönnen. Und ja, das war so mein Look Anfang 2015. Wie gesagt, so ein bisschen Classy-Style und auch Street so ein bisschen kombiniert. Ansonsten, wie gesagt, ich wurde sehr, sehr schräg in der Schule immer angeguckt. Aber mir war das egal. Ich habe diesen Style gefühlt und habe mich immer sehr modisch gefühlt, sage ich jetzt mal. Die Lehrer haben es auf jeden Fall auch gefeiert. Ich war eiskalt besser angezogen als die Lehrer. Die kommen da so mit Jack und Jones Pullover und ich schön mit Hemd und Krawatte. Okay. Da kann ich euch auf jeden Fall auch nur ins Gewissen reden, was andere Leute sagen über eure Outfits oder allgemein über die Klamotten, die ihr tragt. Es ist so egal. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl und ihr fühlt das, was ihr tragt. Dann ist doch alles in Ordnung. So, kommen wir zum nächsten Sprung und das wäre einmal hier im Mai 2015. Boah, zu dem Thema muss ich eiskalt erstmal einen Schluck Kaffee zu mir nehmen. Was ist mit mir passiert? Ich habe auf einmal wieder angefangen, Jeans zu tragen, weil ich habe wirklich das eine Jahr von Mitte 2014 bis Mitte 2015 nur Anzugshosen getragen. Hatte auf einmal Sneaker an, die habe ich davor auch gar nicht getragen, immer nur irgendwelche Lackschuhe oder halt Bootsschuhe. Trage hier einen Trenchcoat, der war von Zara damals, den habe ich übertrieben gefeiert, weil ich konnte den halt auch schick kombinieren, aber halt auch Streetstyle-mäßig. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die ich hier einmal zugeben muss, aber ey, ich stehe zu meinen Fehlern. Das Shirt ist einmal von Givenchy. Es ist fake. Und ja, sorry an die Leute aus meinem Freundeskreis, die bis jetzt gerade noch glaubten, dass all meine Designer-Klamotten von damals original gewesen wären. Sorry, die waren eiskalt zu 80% fake. Aber ey, ich stehe zu meinen Fehlern und ich habe damals ein bisschen geflext damit. Ein bisschen... Oh mein Gott, das erinnert mich eiskalt an diese Story von Tommy von Sorry Not Fame, wo er mit den zwei Yeezys damals geflext hatte, die fake waren. Ey, wir haben alle damals Scheiße gebaut. Also von daher, deswegen kann ich euch auch nur ans Herz legen, flext nicht damit, weil ich habe selber einen Fehler gemacht und kann aus Erfahrung sprechen. Auf jeden Fall habe ich angefangen, an diesen Street-Style-Film mehr zu feiern, habe wie gesagt normale Hosen getragen und auch halt Givenchy-Shirts und sowas und Sneaker und bin so von diesem Classy-Film weggekommen, habe das aber damals immer noch ab und zu getragen. Also ich war damals schon wandelbar, ich habe zwischen Street-Style-Film und zwischen Classy-Film immer mal so hin und her gewechselt. Leider jetzt noch eine traurige Mitteilung. Ich habe jetzt keine Bilder von der Zeit von 2015 bis 2016 Mitte, weil das gute Handy hier den Geist aufgegeben hat. Also das ist mein altes iPhone. Ich habe die ganzen Bilder halt eigentlich hier drauf, aber eiskalt im Arsch. Und ja, jetzt kommen wir zu meinem momentanen Style, den ja auch viele, sag ich jetzt mal, nicht verstehen, weil ich bin manchmal so dieser London Boy, dieser Cozy Boy, aber dann auch manchmal wieder normal Street Style mit Ripped Jeans etc. Mein Style ist sehr wandelbar und das ist auch immer das, was ich mit Mode ausdrücken wollte. Ich kann morgen aussehen wie ein Obdachloser mit kaputter Hose und zu großem Pullover. Ich kann den Tag danach aussehen wie ein frisch angekommener London Tourist, der einfach hier in Deutschland so eine kleine Sightseeing-Tour macht. Dann kann ich den Tag danach aussehen wie ein Hooligan, der seine Mannschaft im Stadion anfeuert, sich aufs Maul haut und mit Bengalo im Block steht und schreit Ha ho he, Hertha BSC. Okay. So, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das war immer so meine Intention mit Mode. Einfach ein Gefühl ausdrücken und mich einfach so klein, wie ich mich heute fühle. Monochrom, dann mal wieder ein bisschen farbenfroher. Und das ist halt das Coole, was ich so an Mode finde. So, jeder kann das mit Mode ausdrücken, was er möchte. Und jeder fährt so seinen eigenen Film, sage ich jetzt mal. Aber erzählt auch so eine kleine Geschichte damit. Und das ist so mein momentaner Style. Sehr wandelbar und nicht auf irgendwas festgefahren. Obwohl ich schon sagen würde, dass dieser London Boy Look so schon mein Hauptlook ist. So wisst ihr, wie in der Schule, so Baumdiagramm, so London Look, dann ein Ast ist so dieser Hooligan Look, ein Ast ist so Street Style, ein Ast ist so Incoming, ihr wisst Bescheid. Noch ein bisschen Schulisches mit reingebracht, also Vorbildfunktion auf jeden Fall erfüllt. Ja, und das war meine Style-Entwicklung innerhalb der letzten 3 Jahre, will ich mal sagen. Von einem Classy-Anzug tragenden Boy zu einem Street-Style-Shindy-Fanboy zu einem mit einem individuellen Style und einem sehr wandelbaren Style. Mich würde auch mal gerne interessieren, welcher Look euch am besten gefallen hat. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und vor allem wird das ja jetzt nicht einfach hier stagnieren bei diesem Style oder bei dieser Denkweise. Es wird sich in 1, 2 Jahren bestimmt wieder ändern. Und das ist ja auch wieder das Coole an Mode. Es entwickelt sich weiter und es
ist einfach nicht immer nur auf einem Level. Boah, ich habe eiskalt viel zu viel gelabert, ne? Ansonsten war es jetzt mit dem Video. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr so diese Style-Entwicklungsreihe feiert. Schreibt natürlich auch gerne in die Kommentare, wer so als nächstes unter die Lupe genommen werden soll. Folgt mir gerne bei meinem neuen Instagram-Account. Da kam auch jetzt vorgestern, da muss ich mir auch wirklich mal selber nochmal auf die Schulter klopfen, ein überkrasses Bild raus. Also überzeugt euch selber und lasst gerne da auch ein Like da und einen Kommentar, was ihr davon haltet. Ich will ja nichts sagen, aber next level. Sorry, Statement. Junge, das sind Statements. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt. Das übliche Gelaber, ihr kennt es. Und ansonsten, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich habe so lange geredet in dem Video, dass mein Kaffee kalt geworden ist.